Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. So, dann schauen wir mal, ob wir diesmal mit der Nahrung gut wirtschaften können, weil irgendwann verebbt der Fluss, wie man so schön sagt. Dann ist es komplett trocken. Bis dahin muss zumindest eine Ernte eingefahren worden sein. Das sieht ganz gut aus. Das muss jetzt nur noch alles ins Lager, weil die Nahrungssituation macht mir echt zu schaffen. Wir haben noch etwas mehr als 18 Tage Dürre. Und bis dahin müssen wir durchhalten. Wassermäßig sind wir, glaube ich, ganz gut. Wieso wird das nicht gebaut? Weil wir keine Zahnräder haben. Warum haben wir keine Zahnräder? Da ist doch jemand am Produzieren. Macht der Planken? Nee, der macht Zahnräder. Vielleicht, weil wir hier keine Bretter haben, doch 36 Stück. Und wird fleißig produziert. Das ist zu Recht pausiert. Da arbeiten drei, da arbeiten drei. Hier arbeiten sehr viele am Füllen des Wassers. 2K. Das finde ich gut. Das finde ich sympathisch. So. Einmal Ansicht umschalten. Der Oberförster da. Okay. Das kann er gerade noch abernten. Das finde ich schön. Ach, jetzt ist kein Weg mehr da nach oben. Wird ja eh nichts bringen, aber. Ah, jetzt ist das gerade fertig geworden. Wir machen mal hier noch eine Holzfällerhütte hin. Ressourcen abreißen. Ja, auf jeden Fall. Oh, das macht sogar jemand. Das ist ja schön. Wie lange brauchst du denn dafür? Zu lang, wenn es nach mir geht. Ist egal. Ich bin ja nicht hier. Da, um die Biber zu kritisieren. Okay, der baut noch das ab. Das kriegt er hin. Und hier würde ich halt gern einen Weg wieder hochführen, damit sie den Rest hier auch abbauen können. Aber das sehen wir dann zu gegebener Zeit. So, Nahrung sieht bei euch gut aus. Holz sieht bei euch noch mitunter am besten aus. Hier insgesamt 600 Möhren, die darauf warten, verzehrt zu werden. Das reicht noch nicht ganz. Und auch hier würde ich sagen, ist es noch nicht im idealen Bereich. Da geht noch deutlich mehr. Also, solange sie das hier abgeerntet bekommen, bin ich schon zufrieden. So viel Biber haben wir doch gar nicht mehr. Insgesamt 50 Stück, 53. Boah. Zwei sind arbeitslos. Hier aber 0 Stück. Na gut. Wie viel pumpen gerade Wasser? Nicht hoffentlich alle. Ja. Das sieht gut aus. Und auch hier keine Zahnräder. Was braucht denn gerade so viel Zahnräder? Wieso kommen da keine nach? Ein Zahnrad wird das alles hier reingesteckt. Man hat den Eindruck. Ah, das braucht man hier gar nicht mehr. Das Rad vielleicht noch. Bin mir nicht sicher. Nee, können wir mal alles wegmachen. Das war ja nur initial, damit wir ein paar Bretter haben, damit wir eine Bretterproduktion aufziehen können. Das haben wir hier aber eigentlich erfolgreich erledigt. Ja, Rohholz muss halt da rein. Zahnräder macht man definitiv zu wenig. Ach, der hat zu wenig Energie? Das ist dämlich. Wenn er mit 40% nur produziert, dann wundert mich gar nichts mehr. Die Frage ist, wie kriegt man das denn ein bisschen besser hin? Könnten die eigentlich auch produzieren? Beziehungsweise die könnten generell mal anfangen, irgendwas zu produzieren. Ja, da hinten wäre nämlich schön Platz. Ansonsten. Was ist jetzt los? Kein Wasser. Achso, ihr arbeitet 24 Stunden. Verzeihung, ich hab ja versprochen. Nur noch 16 Stunden. Dann klappt das mit dem Nachwuchs machen auch ein bisschen besser. Ah, sehr schön. Wasser ist voll. Jetzt müssen wir uns nur noch dafür entscheiden, wo wir ein temporäres Zahnradwerk hinstellen. Das dann genügend. Eigentlich wäre hier. Wären das gute Plätze? Ist halt ein bisschen.
weg vom Schuss, wie man so schön sagt. Mich persönlich wird das jetzt nicht so stören. Die Biber aber ein bisschen. Wenn wir das hier irgendwie verbinden noch. 1, 2, 3. Und die tieferen. Und ich komme genau nicht da raus, wo ich wollte. So ein Mist. Da brauche ich eh den. Den. Ach, das hat unterschiedliche Level. Na gut, das ist uns aber egal. Die können wir dann wieder abreißen. Dann ist das halt so. Ne? Passiert auch. Passiert nur levelweise und dann eine Treppe. Aber warum da? Können wir doch auch einfach hinten machen. Hätte ich jetzt mal angenommen. Na gut, dann braucht man den ganzen Mist hier nicht. Ja, bin wieder mit den Gedanken. Zumindest nicht mit den richtigen Gedanken oder dem Werkzeug dafür parat. Habe ich nicht parat? So. Das sieht doch besser aus. Dann ist es zumindest mehr distriktmäßig noch verbunden. Ich weiß, eigentlich ist es auch schon viel zu lang, aber was will ich denn machen? Gut, Nahrung sieht gut aus und Wasser, würde ich zum ersten Mal sagen, sieht auch gut aus. Faulwasser sieht nicht gut aus. Also das braucht Metallblöcke hier, das können wir gleich pausieren. Die haben wir noch nicht und Zahnräder fließen alle da rein. Wenn wir denn welche hätten. Gut, aber dann, wie gesagt, Zahnräder müssten doch hier gut machbar sein. Naja, Zahnradwerkstatt, 120 PS brauchen die Viecher. Macht man die doch mal eher so rum, mit einem Abstand. Zwei reichen mir. Und dann schauen wir mal. Der geht hier und der, keine Ahnung, da unten. Wird schon irgendwie passen. Sieht jetzt natürlich wieder scheußlich aus. So, und was braucht man dafür? 300 PS kriegt die große Windmühle hin, braucht aber 1,4 Forschung und braucht eben auch Papier. Ja gut, daran soll es nicht scheitern. Wenn die läuft, schafft sie 150 PS. Und die kann man auch irgendwie in eine Reihe schalten. Also so wie wir es da schon gemacht haben. Kann man die insgesamt vielleicht verbinden? Das wäre ja richtig praktisch. Ist egal, wie rum die im Moment steht. Aber wenn wir das so machen, hätte man meiner Meinung nach annähernd sowas wie ein Netzwerk. Müsste man natürlich den Weg hier irgendwie wegmachen können. Das hoffentlich. Na, stört es die Windmühle? Hoffentlich nicht so. Die Treppe muss weg. Die ist etwas viel platziert. Wir brauchen hier nämlich zwei Stück. Geht nicht. Also da. Ah. Das ist dann tatsächlich im Weg. Na gut. Dann eben nicht von dieser Seite. Hätte die Treppe auch. Hätte auch warten können. Mal abreißen. Naja, ist was es ist. So, dann machen wir hier doch den Weg. Und dann machen wir hier die Treppe hin. Dann können sie es zumindest bauen. Hoffe ich zumindest. So, was haben wir denn für Elemente? Einen würde ich gerne so bauen. Dann können wir hier sogar noch was abnehmen für die Werkstatt. Alles werden wir damit nicht zum Laufen kriegen, aber meine Hoffnung wäre zumindest ein bisschen was. Zu weit vom Distrikt entfernt, das sehe ich anders. Das muss jetzt mal klappen. Ansonsten können wir natürlich gerne noch hier eine Treppe hochbauen. Ist gleich da. Kann sich ja nicht nur beschweren, das Spiel. So, das braucht wahrscheinlich auch Zahnräder. Nee. Tatsächlich nicht. Ich bin begeistert. Und das braucht auch nur Bretter und... Okay. Könnte ja funktionieren. Wie gesagt, das Wasserrad ist nicht angeschlossen, aber das ist auch so scheiße platziert. Das macht eigentlich gar nichts. 13 Tage Dürre noch. Und hier mit dem Wasser, da kommt eigentlich gar nichts mehr, oder? 37%? Na?
Nee. Sieht nicht pumpbar mehr aus. Und dann können wir das abstellen. Und das kann man anstellen. Und die natürlich auch alle pausieren. Mit Pi, 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 Pi. Die sowieso. Und dann sind die zwei an. Das ist ja wunderbar. Irgendwas funktioniert, was ich gemacht habe. Apropos funktionieren. Wie läuft es denn bei euch? Ja, ihr habt das gebaut. Das ist wunderbar. Ohne Strom bringt das Ganze nichts. So, irgendwo, da müssen wir warten. Hier kommt auf jeden Fall so ein Ding zum Tragen. Ja, ist so ein Eckteil noch. Aha. Perfekt. Annähernd perfekt. Es geht besser. Aber fürs Erste wird es reichen. So, dann ein gleiches Spiel hier. Nee, nicht ganz gleiches Spiel hier. Ich glaube, hier müssen wir das erstmal überdachen und dann da hinten runterleiten. Und eventuell auch hier oben abzweigen. Ist mit den Wegen immer so eine Sache, aber wir werden es hinbekommen. Früher oder später. Wahrscheinlich eher ein Tick später. Wartet auf Materialien. Warum denn das? Fehlen wieder Bretter. Haben doch eigentlich 132 oder haben wir das insgesamt? Anscheinend insgesamt. Hier gibt es 6 Stück drin. Na gut, muss man halt nachproduzieren. So, der kann gar nichts mehr tun, weil er abgearbeitet hat, alles mit dem Altmetall. Da liegt es noch rum. Da ist der Stapel. Klasse. Und hier baut da noch jemand rum. Zumindest der ist der Meinung, dass er was tut. Und hier haben wir noch einen extra Holzfäller beschäftigt. Der ist auch ganz fleißig am Beißen. Na, ist doch ganz schön. Und auch hier haben wir gerade noch genügend Wasser, dass wir das alles abbauen können. Das heißt, 1k Karotten, Tendenz eher steigend. Sein das Wasser wird plötzlich komplett im Boden versickern, dann haben wir wieder ein leichtes Problem. Alles nacheinander. Okay, da hat sich mal jemand die Blöße gegeben, das hier wirklich anzuliefern. Und ansonsten fehlt es einfach an Brettern. Wir haben zwar 2 Fabriken, aber die helfen auch nur so viel. Ach, und die haben das schon fertig gebaut. Das ist ja relativ gut, dass sie das hinbekommen haben. Aber auch hier müssten wir irgendwann einfach einen neuen Distrikt bauen. Am besten auf dem selben Level. Na, müssen wir mal schauen, auf welchem Level. Na gut. Ansonsten, die Duschen funktionieren nicht, das ist klar. Und auch hier die Farm. Hier ist mir noch so ein Dorn im Auge. Ich glaube, wir müssen anfangen, hier ein bisschen Wasser zu stauen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Ja, das wäre nicht das Verkehrteste. Hey, die haben das Teil bauen können. Jetzt fehlt nur noch das. Da braucht man 5 Metallblöcke für. Da arbeite ich doch gerade dran. Nur noch das hier muss funktionieren. Braucht noch 2 Bretter. Aber die bauen anscheinend lieber erstmal das da. Kann ich verstehen. Ah, nee. Da. Hey, wo geht ihr hin? Liefert doch noch ein Brett hier. Habt ihr es gebaut? Nö, schade. Jetzt baut's einer. Nein, immer noch ein Brett zu wenig. Mach doch mal hin, ich will doch nur Metallblöcke. Und holzmäßig würde ich sagen, ja, geht's. Das geht doch. Oh, da müssen wir uns erstmal nicht um Nachschub kümmern. Genauso hier, ich würde sagen, insgesamt ist die Holzsituation richtig, richtig gut. Könnten hier noch ein Lager gebrauchen und genau das werden wir wahrscheinlich auch machen. Einfach, nein. Gerade wieder 1 zu wenig. Aber hier passt es doch hin. So. Holzlager. Und am besten gleich nochmal 1. Besser zu viel Holz als gar kein Holz. Ist eine schlechte Weisheit, aber ist nichtsdestoweniger ist sie wahr.
Die haben hier tatsächlich irgendwas zum Laufen gebracht. Bitte macht das mal mit höherer Priorität. Wie viel habe ich im Netzwerk? 640. Na, das lohnt sich doch. Dann können wir das anschmeißen. Es braucht 200 PS. Die haben wir doch locker. Dann her mit den Metallblöcken. Haben wir dafür überhaupt schon Lager? Behandelte Bretter, Bretter? Nee. Lagerung. Dann machen wir die doch. Können große Stapel Metallblöcke? Ja. Wo sollten sie auch sonst hin? So, dann machen wir die doch einfach dahin. So, und noch eine Treppe. Dann haben sie zumindest da dahingehend nicht den längsten Weg. Und das zählt jetzt nicht mehr zum Netzwerk. Nee, das Netzwerk ist generell bei Null. Na gut. Das akzeptiere ich noch. Wenn sie sich nicht drehen, kann auch nichts passieren. So, gleiches Problem da in Grün. Achso, Metallblöcke. Wie seid ihr überhaupt da hingekommen? Habt ihr das von oben bauen können? Ich glaube, mit einem Blockunterschied können sie es noch hinsetzen. Okay. Wie viel das jetzt im Netzwerk? 460 und 300 werden verbraucht, oder? Auf jeden Fall Metallblöcke läuft irgendwie. Ja, ja, nicht durch Pfade verbunden. Ich arbeite dran. So. Ah, jetzt kommen die Bretter da auch hin. Nur noch 7 Tage Dürre. Mist, jetzt ist es trockengelegt. Jetzt sollten die hier mal abbauen. Generell ganz okay Karottensituation. So. Der darf auch mal die Füße hochlegen. Von mir aus dürfte jetzt auch mal... Haben wir einen zweiten, der hier überhaupt was abfällt? Ja. Dann sind sie ja gut beschäftigt. Der ist auch am Forstwirtschaften. So soll das sein. Nicht verbundenes Gebäude. Ja, ich weiß, wird hier gerade erst gebaut. Kann ja nicht alles sofort verbunden sein. Ist nicht, was das Spiel von mir erwartet. Treppen entstehen nicht durch Magie. Jetzt ist es auch verbunden. Und unser erster Metallblock. Mensch, dauert das lang. Und was können wir mit den Metallblöcken alles machen? 30 Stück, dann können wir einen großen Tank machen. Sprengstofffabrik. 30 davon für eine Sprengstofffabrik. Eieiei. So, und Zahnräder wollte ich eigentlich auch noch anschließen. Jetzt haben sie ja mal den Rest gemacht. So. Dann 1, 2. So ein T-Stück. T-Stück. Ja. Oh. Eckstück. Alles muss verschickt sein. So. Nach unten und nach unten. Und dann nur noch rein in das passende Loch, würde ich sagen. Ja. So viel in der Theorie. 15 Arbeitslose wieder. Achso, ja klar, die Wasserwerke stehen ja gerade auch weitgehend still. Wir sind gerade relativ stabil. Waren zwar 10 Tage weniger Dürre als maximal möglich, aber dafür stehen wir echt gut da. 10 weitere Tage hätten ja auch noch ausgehalten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir machen Fortschritt. So, da fehlt Rohholz und da fehlt Altmetall. Dann machen wir doch ausnahmsweise hier noch ein Altmetalllager irgendwo hin. Zum Beispiel da. Einmal kurz. Nicht unbedingt die Brücke, sondern so ein Deich. So, wenn die gebaut werden, sollte da noch ein Lager hinkommen. Und hier können wir Altmetall wegnehmen. Machen wir gleich mal ein Fähnchen. Boah, ist im Radius. Ich würde sagen, das reicht.
Das ist außerhalb vom Distrikt? Nö. Wird schon irgendwie passen. Ach, eins hätte gereicht. Sieh mal einer. So, Altmetall bitte. Wo haben wir ansonsten Altmetalllager? Habe ich das nicht irgendwo oben hingelegt? Ich weiß es nicht. Die Wasserpumpe braucht 5 Metallblöcke. Uiuiui. Alles so teuer hier. Ich glaube, es fehlt tatsächlich hauptsächlich an Altmetall. So, ansonsten Rohholz ist irgendwie in der Nähe. Das passt. Der kann hier das schön abfräsen und irgendwann später das da. Das ist gar kein Problem. Ihr kriegt da hin, der Kollege. So, Zahnrad. Zumindest einen können wir einstellen. Und Maximum. Nicht ganz das Maximum. Warum? Was fehlt? So wie es aussieht, bisschen Altmetall. Na, egal. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich gerade zufrieden. Und nur noch knapp 4 Tage Dürre. So, insgesamt haben wir 56 Biber und 5 Nachkommen. Und jetzt hat es hier aufgehört mit dem Wasser. Aber das geht ja erst in 15 Tagen ein. Die sind allerdings gestorben. Da waren die Biber nicht hurtig genug. Und das geht in 1,7 Tagen ein. Schade. Das heißt, unsere Nahrungsproduktion haben wir wirklich jetzt nur noch hier. Wir müssen mal schauen, dass man das hier irgendwie ausgeweitet und nochmal eine Ebene tiefer bekommen. Aber dafür braucht man dringend Dynamit. Weil ohne Wegspringen geht hier gar nichts. So, Metallblöcke. 6 Stück. Ich glaube, die Pumpe könnte man da schon bauen, aber die Pumpe bringt mir nichts ohne Dynamitfabrik. Na gut. Dann einfach abwarten und Tee trinken. Beziehungsweise mal schauen, wo Probleme auftauchen könnten. Auf jeden Fall Altmetallversorgung ist hierüber eigentlich gesichert. Hier haben wir, der Distrikt ist so nah dran an den ganzen Teilen, die können sie gerne abbauen. Und das wird ja hier, wir importieren das, oder? Ich meine, wir hätten irgendwann eingestellt, ja. Altmetall wird importiert. Und hier importieren wir auch Altmetall, das ist natürlich Quatsch. Bretter importieren wir noch, stellen wir auch ab. Auch nicht importieren. Karotten können wir gern ausgleichen, aber der Rest... Okay, wir importieren mal nichts. Wasser auch nicht, müsste sich selbst versorgen können. Wir exportieren aber. Okay, was ist das? Importieren, falls erforderlich. Gut, Wasser importieren, falls erforderlich. Genauso handhaben wir es mit den Karotten. So, dann wird das mal ein bisschen hier... Zumindest ein bisschen klüger ablaufen. Und ich würde auch sagen, hier braucht man eher jetzt Holz. Also Holz würde ich sagen, importieren wir. Müsste da unten sein. Weil die haben so viel und haben noch keine Industrie. Das liegt hier alles nur unnütz rum. Müssen wir unten auf jeden Fall auch mal Bretterfabriken bauen, aber das hat hier oben erstmal gerade so geklappt. Insgesamt haben wir 157 Bretter auf jeden Fall. Die meisten liegen wahrscheinlich irgendwo da. Und Holz kommt erstmal genügend nach. Das ist die Hauptsache. Und schon 8 Stahlbarren. Es geht voran. So, was haben wir noch? Monumente. Brunnen der Freude mit 12.000. Das kann ich mir im Moment nicht leisten. 900 hätten wir. Flüssigkeitsableiter. Leitet Wasser oder Faulwasser ab? Okay, ich kann immer noch nicht mir vorstellen, wovon er das ableitet. Okay. Wasserströmung, Faulwasserpumpe.
So, große Wasserpumpe braucht man behandelte Bretter und behandelte Bretter brauchen was auch immer für ein Harz das ist. Kiefernharz, sag ich doch, es gibt Kiefernharz. Das war keine Flüssigkeit, die ich auswählen könnte. Gut, das brauchen wir auf jeden Fall. Das braucht ein Brett und das braucht Kiefernharz. Das heißt, wir brauchen irgendwo einen Förster-Typi, der gerne Kiefern anbaut und das dann auch noch zapft. Das machen wir am besten hier drin. Vor allem Kiefern, die wachsen so schnell. Können wir auch kurz hier hinsetzen. Wird ja gleich Wasser nachkommen, dann sieht die Welt schon mal besser aus. Vielleicht mal sagen, dass die hier arbeiten sollen. Ist das eigentlich geschlossen? Ja. Sieht gut aus. Gleiche gilt natürlich hier. Können sie gleich mal drauf einstellen, dass sie arbeiten dürfen. Vielleicht auch ein bisschen schneller wieder, wenn es sein muss. Wascher, wo bleibst du? Da steigt's. Ach, das ist jedes Mal faszinierend und sofort wird die Umgebung grün. Ha, da mache ich gleich mit. Ich trinke jetzt auch mal kurz einen Schluck Wasser. Werd ja ganz heiser vom ganzen Reden. Zumindest ausgetrocknet. Das hat geholfen. Na gut. Dann muss das hier natürlich erstmal wieder steigen. Aber ein bisschen schneller, wenn es nach mir geht. Wäre durchaus drin. Habe ich den schon pausiert gehabt? Achso, ja, kam ja kein Wasser nach. So, die Wege können wir eigentlich auch mal wegnehmen. Boah. Die sind jetzt nicht so wichtig. Und da kommt's gleich in die Hauptkolonie. Hopp, hopp. Ah. So soll das sein. Dann können die jetzt mal ihre Farm wieder bewirtschaften. Karotte gefällt mir noch nicht ganz so, ist jetzt gut, aber muss auch mal hier ein bisschen was nachfließen. Ansonsten, okay, Stahlproduktion, Metallblockproduktion geht weiter. Und hier fließt hoffentlich auch gleich was rein. Ja, ich denke mal so, Kiefern. Ich würde sagen, fürs Erste machen wir die irgendwie hier hin. Holz, Holz, Holz. Kein Sägewerk, ein Förster. Da einfach dahin und dann Kiefer. Braucht nicht lange. 7 Tage bis sie harzen. Wie? Ach, 12 Tage bis 2 und 7 Tage. Ich weiß noch nicht ganz, wie man die... Wieso tritt da wieder Wasser über? Ach so, weil es da einen leichten Rückstau gab. Okay. Gib mir doch mal ein bisschen Luft hier, wertes Spiel. War gerade dabei, Kiefern zu pflanzen. So. Das wird ja hoffentlich reichen. Erstmal für Kiefern. Keine Arbeiter im Distrikt dafür vorhanden. Das ist schade. Dann hört der mal auf mit seinem Metallhandwerk. Das ist eigentlich jetzt schon wichtig. Kann man ja zum Glück Priorität erhöhen. So, und wo ist jetzt der Zapferhütte? Beschäftigt Zapfer, die Saft und Sirup von Bäumen sammeln. Na also. Wie machen wir dahin die Zapferhütte? So. Das braucht Zahnräder. Dann würde ich sagen, importieren wir wieder Zahnräder. Zahn, Zahn, Zahn. Und Weihbedarf importieren. Immer importieren, okay. War Bedarf bei mir jetzt da. Hätte ich jetzt mal gesagt. Vor allem global gesehen haben wir jetzt genügend Zahnräder, dass sie mal hier hinkommen können. Wasser muss aufgefüllt werden unbedingt. Das können wir aber im laufenden Betrieb natürlich auch noch machen.
ist jetzt die Frage. Also hier müssen wir definitiv mal stauen, sonst stirbt die Farm sofort ab. Habt ihr Zahnräder bekommen? Nee, ihr wartet noch auf Materialien. Aber nicht nett. Und Arbeitskräfte habt ihr wirklich keine? Ach, wir haben drei Jungtiere, deswegen. Karotten, da ist es gut. Hier ist es nicht so gut. Ihr seid fertig mit Pflanzen. Na, hoffentlich kriegt ihr das diesmal abgeerntet. Ich habe wieder das Gefühl, das ist deutlich zu viel, um es von drei Bibern bewirtschaften zu lassen. Das ist dann eher ein nachgelagertes Problem. Den letzten Tag müssen sie nochmal ranklotzen. Leider hat er nur 24 Stunden. Weil ich sehe hier noch zwei Fässer, wo überhaupt nichts drin ist. Was soll denn das? Und auch hier ist eins relativ leer. Ich meine, wir können noch ein bisschen nachpumpen bei der Dürre, aber wenn die jetzt lang geht, uiuiui. Oh, hoffentlich jetzt keine 30 Tage. Ich weiß nicht, ob man das überstehen. Nein, ein überflutetes Gebäude. Achso, die. Ja, gut. Passiert in besten Gebäuden. 25 Metallblöcke. 30 brauchen wir, um was Wunderbares zu machen. Hm. 0,4 Tage noch da. Gut, die arbeiten ja durch. 1,7k Wasser reicht wahrscheinlich nur für 17 Tage. So ungefähr mit der Biberanzahl braucht man gerade 100 Liter pro Tag. Gefühlt zumindest. Das ist der Eindruck, den ich habe. Ja, die haben alle ein bisschen Hunger und Durst, weil sie eben durcharbeiten. Und Karotten sinken wieder. Dürre hat begonnen. Na gut, senkt man das mal auf 18 Stunden, beziehungsweise 20, sollen noch die Zeit pumpen. Oh, 29,9 Tage. Das war das. Das ist natürlich jetzt der Super-GAU. Das ist der Super-GAU. Haben wir hier überhaupt Arbeiter übrig? 6 Stück. Wir haben 6 Arbeiter hier, das ist gut. Das heißt, hier wird nichts vernachlässigt. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr Leute zur Verfügung. Dass die hier zumindest mithelfen können beim Ernten. Weil nicht, dass wieder die Hälfte da auf dem Feld verdörrt. So, das hält natürlich auch eine Weile. Es sieht echt schon fies aus, dass wir jetzt die ganzen 30 Tage erwischt haben. Karotten nicht gut. Karotten nicht gut. Dann werden die fertig. 87%. Wunderbar. Und hier wird auch hingeliefert. Das dauert dementsprechend halt lang. Ja, das ist schon okay. Wasser sieht nicht gut aus. Wieso nur noch 1,4k? Ihr sollt doch pumpen. Haben wir wieder zu viel Biber. Müssen wir ein paar opfern? Nee, ich hoffe nicht. Komm schon. Das ist jetzt doof. Wenn das Wasser 10 Tage hält, könnte... Also auf dem Stand, wo wir pumpen können, obwohl das waren niemals 10 Tage. Vielleicht noch 5. Gut, dann können wir da unten halt mitpumpen. So, jetzt haben wir 2,2k. Ich würde, also 2,2k Wasser. Ich würde sagen, das reicht für 22 Tage. Das Problem ist, wir haben 6 Tage mehr Dürre. So, wer baut das mal fertig? Okay, ist ja so gut wie fertig. Da dürfen jetzt auch 3 schön ansammeln gehen. Damit das zumindest irgendwie noch abgeerntet wird. Ja, Kiefernwald wird eine Weile halten. Kiefernharz. Wo lagern wir denn Kiefernharz ein?
Müsste eigentlich auch in so einem Fass möglich sein. Ahornsirup. Gegenmittel. Katalysator. Extrakt. Das verstehe ich jetzt nicht. Im Lagerhaus ist es doch auch nicht. Oder ist Harz? In dem Fall war es doch. Kommt in Lagerhaus. Wer hätte das gedacht? Ich auf keinen Fall. So, dann machst du hier mal ein kleines Lagerhaus daneben. 180 Kiefernharz sind besser als nix. Könnt auch direkt ein weiteres daneben bauen. So, hier macht man wieder zu. Vielleicht sollte man frühzeitig den See noch anzapfen. Nee, also 26 Dürre, 2,4k Wasserhammer. Und Möhren gehen nach oben, also zumindest eine Wachstumsperiode hier sollte man noch haben. Denke ich mal. Also die sind aber, nee, ihr sollt sehen, die anderen ernten. Bringt jetzt nichts, wenn ihr hier Zeit verschwendet. So, aber hier ist Wasser schon mal gefüllt und jetzt auch nicht mehr pumpbar. Hat gehofft, das hält noch 2-3 Tage länger. So, den Kollegen werfen wir dann wieder an. Sobald das hier nicht geflutet ist, wird das hier hinbekommen. Oder ist da noch Wasser drunter? Nö. Nö, da ist nichts. So, einmal Kiefernharz bitte und einmal je nach Bedarf was anderes. Nur so wie die Zahnräder gerade hier. Achso, die importiere ich immer noch, die brauche ich dementsprechend jetzt nicht mehr. Würde ich also sagen, kein Import davon. Ja, wie viele Arbeiter haben wir hier übrig? 3 Stück. Dann darf der weiter Metall abbauen, ja, freut er sich. Hoffentlich. 1,2k Karotten, 2,5k Wasser. Ja. Ich meine, ist eine Ansage. Das müssen wir jetzt durchhalten. Das ist die längste Dürre aller Zeiten, die wir erleben. Das wird spannend. Ich hoffe, wir haben gut vorgesorgt für unsere Biber. Ich hoffe, wir haben gut vorgesorgt, aber ich denke mal, nahrungstechnisch macht mir mehr Sorgen als das mit dem Wasser. Obwohl hier das echt eine riesige Anbaufläche ist. Weiß gar nicht, was ich mich so anstelle. Ansonsten Zahnrad da. Generell Holzfluss ist gut. Ich rede ja schon wie ein echter Biber. Kiefernharz haben wir noch nicht. Da haben wir... Doch, da hätten wir einen Arbeiter. Ah, das braucht 7 Tage. Ah, okay. Das heißt, nach den 12 Tagen Wachstumsphase braucht es noch 7 Tage. Ja, das ist dann wieder problematisch. Das heißt, die sterben wahrscheinlich eher ab. Ja, gut. Kann nicht alles haben, wa? Gut, aber Essen muss jetzt klappen. Das muss denen in den Kopf reingehen, dass wenn die hier nicht ackern, auf dem Acker, dass die eben verhungern. Ich habe mein Möglichstes getan. Ich weiß, das ist nicht sehr viel, aber trotzdem. Kann ja nicht alles für umsonst gewesen sein. Eine Autospeicherung. Ich hoffe, wir brauchen die nicht, aber für den Fall, das ist es ganz gut, sie zu haben. Gut, hier könnte man wirklich theoretisch, praktisch Wasser nachholen. Wenn es nötig wird, machen wir das. Wenn es nötig wird, laden wir auch den Autosave genau an die Stelle. Und dann sage ich, ja, ohne das gehen alle drauf. Aber
glaube, wassertechnisch sind wir wirklich gut. Da haben wir die Maximalmenge gerade. Ich sag ja so 100 pro Tag. Könnte was werden. Nahrung, keine Ahnung. So, wir können eigentlich eine Dynamitfabrik machen. Ich habe mir sagen lassen, das braucht 30 Stahl. Machen wir das irgendwie... ja, irgendwo hier hin. Dann können wir es auch noch abzwacken. Muss nicht perfekt sein. Muss erstmal nur funktionieren. Ja, ja. Rote Wege, schlechte Wege, ich weiß. Aber hier können wir es abzwacken. Wir haben ja ein Netzwerk von Windkrafträdern. Soll ja auch für irgendwas gut sein. Aber das gefällt mir schon mal. Hier legen sie sich wirklich in die Karotten, wirklich ins Zeug. Das wird auch gebaut, wunderbar. Und mein wertes Kiefernharz braucht wahrscheinlich ein paar Tage länger. Ah, hier steht das Wasser auch besonders lange. Okay, da ist eh schon verdorrt. Das heißt, es wird nicht mehr lang dauern, bis das hier trocken ist. Und dann stirbt hier alles ab. Komm schon. Halt nochmal 2 Tage durch, dann wächst es nochmal. Ah, da werden viele. Da sind viele gewachsen. Wunderbar, die können jetzt alle abgeerntet werden. Ui. Und hier wieder das gleiche Problem. Die sind trocken. So. Die zwei müssen jetzt wieder im Akkord arbeiten. Aber so generell sieht das doch ganz gut aus. Gerade noch so bewässert. Ich will jetzt keine falsche Schätzung abgeben. Arbeitet da jemand? Altmetall ist voll. Ich dachte, das exportieren wir. Importierte... ja. Also... ach, Lager. Nö, Lager ist eigentlich nicht voll. Vielleicht, weil hier so viele schleppen müssen. Ach, das Gebäude ist schon an. Da brauchen wir jetzt... 5 Faulwasser. Faulwasser haben wir doch gleich hier. Okay, für Faulwasser braucht man natürlich noch die Pumpe. Die braucht 5 Metallblöcke. Wir haben 18. Bevor es austrocknet, go for it. Wie transportieren sie das Wasser? Ich will nicht, dass die kontaminiert werden. Wieso habt ihr alle Hunger? Und Durst? Hier sind die Fässer. Da sind die Möhren. 1100 Stück. Die bauen es. Die bauen es. Und das hält tatsächlich noch ein bisschen durch. 63% reicht noch nicht. Ja, ihr sollt abbauen. 1,7k Karotten. Nein, verletzter Biber. Ab ins Krankenbett mit dir. Ja, das scheint sie ziemlich beliebt zu sein. So. Wäre cool. Braucht man sonst noch was für Dynamit? Oder braucht man nur Faulwasser? Wir brauchen nur Faulwasser. Und rauskommen Sprengstoffe. Und Sprengstoffe werden gelagert im... Lager. Dann machen wir mal ein mittleres Lagerhaus noch direkt daneben. Und rein mit dem Sprengstoff. Boah, 200 sollten reichen. Und Strom brauchen wir. Wir brauchen Strom. Das machen wir weg. Das passt hier nicht mehr. Strom, Strom, Strom. T-Stück. T-Stück. Und gib ihm. So. Davon erwarte ich mir viel und Faulwasser wird tatsächlich geliefert. Klasse!
Wir müssen nur aufpassen, dass da keine kontaminierten Biber dran stehen. Wenn die das in ihren Pfoten einfach so rumtragen, sehe ich schwarz. Aber gleich durch die Dürre wird es hier auch mit Faulwasser aufhören. Deswegen ist noch nicht so viel mit Dynamit. Wir bräuchten eine Faulwasserflut. So, wie sieht's aus mit dem Harzer? Hey, du darfst aufhören. Und der Harzer darf harzen. Hast du was zu tun? Guck mal, da sind Kiefern. Ah, 4% erst. Das wird wieder so knapp. Weiß nicht, ob das Wasser hier so lang vorrätig sein wird. Da müssen wir einfach mal schauen. Aber das hält doch in überraschend lange 10 Tage hier. Hätte ich nicht gedacht. So, Wasser wird da noch abgebaut. Wieso haben wir denn nur noch 2,2k? 19 Tage noch, das wird wieder so knapp. Wie groß ist denn das Fass, was ich bauen soll? Wahrscheinlich so groß. Das will ich nicht direkt im Stadtzentrum. Hier dahinter wäre es cool. Können wir ja absprengen. Und dann mal nachschauen. Können wir abspringen und dann mal nachschauen. Wie sieht's übrigens aus mit meinem Dynamit? Oh, du hast nichts mehr zu tun. Das ist aber schade. Dich können wir aber umverteilen vielleicht. Brauchen dich aber jetzt im Moment auch nicht. So. Wir haben 3 Sprengstoffe. Das heißt, wir können 3 so Blöcke schon mal wegmachen. Das freut mich richtig. Und Faulwasser pumpen wir auch noch ordentlich. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und bis jetzt beschwert sich keiner, dass er sich kontaminiert fühlt. Keine Aufgaben in Reichweite, das sehe ich anders. Da müssen wir aber jetzt tatsächlich mal die Ressourcen hier abreißen. Kann ich einfach Wege drüber bauen? Nee, muss warten, bis die sich dazu bereit erklärt haben. Ach so, das dauert ja immer so lang bei denen. So, dann einmal Treppe da lang. Und einmal Treppe da lang. Nochmal Treppe da lang. Und dann langt's auch mal mit Treppen. Da haben wir dann noch eine Fahrt hierhin. So, der kann sich jetzt über mangelnde Arbeit nicht mehr beschweren. Das ist gerade auch noch drin. Wunderschön. Das ist trockengelegt. Das ist schade. Da weiß ich nicht, ob wir Kiefernharz bekommen. Ich sag mal eventuell. So, jetzt ist es trockengelegt. Ja, das ist am Vertrocknen. Könnt ihr das noch irgendwie schnell ernten? Alles, was hier gut an Möhre rumsteht. Wie viel Sprengstoff haben wir? 6 Stück. Ja, das ist nicht schlecht. Das war früher, glaube ich, deutlich aufwendiger. Jetzt braucht man ja nur ein bisschen Faulwasser. Wieso haben wir denn 16 Jungtiere auf einmal? Na, hoffentlich brauchen die weniger Wasser als Erwachsene. Hoffentlich ist das nicht pro Biber gerechnet, sondern wirklich je nach Durstgrad des jeweiligen Bibers simuliert. Ich glaub's nicht. Aber vielleicht sind Babys tatsächlich ein bisschen sparsamer im Verbrauch. Oder weil sie sich im Wachstum befinden, noch schlimmer im Verbrauch. Oh je, oh je. Ein Kiefernwald sieht ganz gut aus, nur der wird wieder absterben. So lange hält man das Wasser nicht zurück. So, hier wird noch fleißig gepumpt. 21 Tage hält uns das Wasser nach meiner Milchmädchenrechnung. Was auch immer das wert ist. Ja, hier wäre es tatsächlich mal große Wasserpumpe. Ja, das wird halt hier eine ganze Weile halten. Geh mal beim nächsten Mal auf jeden Fall an. Also jetzt brauchen wir es noch nicht, aber in naher Zukunft werden wir das brauchen. Vor allem, wir sind ja beschäftigt wie sonst was, nur nach so einer Dürre wieder unsere Lager irgendwie zu füllen. Da muss schon mehr Stabilität rein.
Wie kriegt man mehr Stabilität? Durch Sprengung. Eventuell. Eventuell durch Sprengung. Wir können eine Sprengung auch gern mal ausprobieren. Hier wird es vor allem Sinn machen. Die Duschen können wir jetzt mal wegnehmen. Boah. Nützen die nächsten 15 Tage eh nichts. So, dann einmal bitte Dynamit hier rauflegen. In der Hoffnung, dass das so klappt. Wie viele? 7 Stück sind das. Sollte nur Sprengstoff hintragen. Ja. Läuft es? Läuft es nicht? Ah, ihr seid noch am Überlegen. Ja, sieht doch gut aus. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Wir brauchen definitiv mehr Sprengstoff. Ganz viel mehr Sprengstoff. Und Sprengung. Aha. So soll das doch aussehen. Nur, dass das Wasser dann auch irgendwann mal hinfließen sollte. Na, generell wäre noch ein Level tiefer natürlich richtig, richtig ideal. Da müssen wir aber noch ein bisschen warten. So viel Sprengstoff habe ich dann auch nicht. Ich habe noch 3. So, aber 14 Tage nur noch Dürre und 1900 Wasser, 2100 Mohrrüben. Wir standen schon mal schlechter da. Geht in... Ah, komm schon. Das hätte beinahe gereicht. Geht in 13,3 Tagen ein und in 13,9 endet die Dürre. Die hätten es beinahe schaffen können. Tja, jetzt ist Pech. Könnten natürlich hier das Wasser noch reinfluten lassen. Nee, ich glaube, das kriegt man nicht hin. So. Wir müssen uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, viel von diesen Sprengfabriken zu machen, weil die brauchen ja tatsächlich nur Faulwasser. Und das haben wir en masse. Können wir ja richtig Geoengineering hier betreiben. Im kleineren Maßstab. Und dann im ganz großen Maßstab. Ja, hier Faulwasserproblem habe ich noch nicht gelöst tatsächlich. Wie die das machen sollen. Schaue ich mal bis zum nächsten Mal. Wir brauchen auf jeden Fall Ablauf unten. In irgendeiner Form. Ja gut, ich könnte die Leute eigentlich hier aus den Farmen rausholen. Bringt ja jetzt eh nichts mehr. So, billige Arbeitskräfte. Genauso hier. Das hat keinen Sinn mehr. So viel schönes Wasser. So, Zahnräder gehen auch nach oben. Das geht nach oben, das geht nach oben. Geht alles nach oben, so soll es ja auch sein. Geht's nach oben, wird man dich loben. So, die können noch ernten, wenn sie wollen, aber mehr bringt es auch nicht. Ansonsten Altmetallhammer da. Kiefern geht vielleicht ein bisschen später ein. Nee. 10,7 Tage. 10 Tage, okay. Dann gehen sie doch jetzt einen Tick schneller ein. Ach, wahrscheinlich, weil sich noch ein bisschen Wasser verzogen hat. Naja, naja. Also, Landwirtschaft haben wir jetzt so gut wie gar keine mehr. Wann geht ihr ein? 14,2 Tage. Bis dahin ist eventuell Wasser wieder hier. Obwohl in 2 Tagen schafft man das. Von hier der Quelle bis dahin. Muss ich ja erstmal auch wieder voll saugen. Ihr könnt es dann aber gerne abbauen.
Ich mache euch auch nochmal ein Holzlager hin. Also behandelte Bretter brauchen wir dann auch. Was können wir denn erforschen? Dieses Riesenlager. Demnächst. Dann können wir 1800 Holz einlagern zusätzlich. Das ist mein großer Traum. Bauarbeiterunterkunft braucht man später. Wohnhammer, alles. Wasser. Faulwassersiel, Förderanlage. Ja. Eine Mine braucht man auch erst später. Altmetall haben wir noch genug. Die große Windmühle wäre natürlich jetzt ein Kandidat, auf den man sparen könnte. Das wären nur noch 400 ungefähr entfernt. Raffinerie, Karotte und Wasser wird zu Biokraftstoff. Okay. Das werden dann die Roboter sein. Wir haben hier Heckenpflanzen und Hängematten und Dächer. Sehr schön. Hier, die könnten wir auch mal... Wieso kann ich die nicht freischalten? Wieso sind die gesperrt? Weiß ich nicht. Fehlt vielleicht noch was anderes, die aquatische Farm oder so. Doppeldynamit, Dreifachdynamit, Explosionstiefe 3. Ah, das ist natürlich auch praktisch. Kontaminierungsbarriere braucht man erstmal auch nicht. Bisschen Kontamination hat noch niemandem geschadet. Oh je, die Karotten. Vor allem, das muss ja nicht nur die 10 Tage halten, das muss halten, bis wieder mehr angebaut ist. Und danach muss es die nächste Dürre überstehen. Ich glaube, wir sollten was dafür tun, wirklich mehr Wasser hier speichern zu können. Ah, das geht tatsächlich eher mit so einem Wasser... Ja, Wasserturm halt. Insgesamt jetzt noch ein bisschen doof. Wir brauchen auf jeden Fall einen großen Wasserspeicher, der hier erstmal nachliefern kann. Wäre natürlich das Ding ideal. Vor allem müsste man da gar nicht so viel bauen. Mit Faulwasser haben wir dann ein Problem. Ah, bis zum nächsten Mal denke ich mir was aus. Das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht aus Baldowat. Ansonsten müssen wir wirklich hier großflächig Deiche rumbauen, dass wir einen Turm kriegen und oben das Wasser rausplätschern lassen. Weil wir leben hier schon sehr am Limit. Das sind jetzt 10 Tage, wo wir nur von unseren Ressourcen leben. Die sind nicht sehr üppig. Danach haben wir kurze Zeit, alles wieder zu füllen. Ein schlechter Kreislauf. Das müssen wir irgendwie wirklich geschickter machen. Ah, das kriegt man hin. Hier wäre wirklich die Frage, kriegt man das schnell gestaut? Und kriegt man es wieder abgelassen irgendwie? Wenn sich hier Faulwasser drin staut, haben wir ein Problem. Wo sind denn überhaupt die Wasserquellen? Müsste ich sehen, wenn Wasser rauskommt, aktuell. Obwohl normalerweise sieht man die doch relativ gut. Die sind wahrscheinlich hier irgendwo unten eingearbeitet. Da ist einer. Haben wir nicht wie in Minecraft so Pistons, dass man das zumachen können, wenn wir kein Wasser wollen? Nee, aber das wäre natürlich ideal, wenn das läuft einmal voll und dann haben wir Wasser für mehrere Tage, aber dann auch sollte es unten am besten weglaufen. Wie macht man das am geschicktesten? Das gleiche Problem wie da drüben. So, jetzt ist auch das komplett dürr. Wie gesagt, so lange war die Dürre, glaube ich, noch nie. Genau, die gehen in 7,2 Tagen ein, obwohl sie in 8,5 oder so frisches Wasser hätten. Das ist ein bisschen schade. Wasser reicht noch, Karotten, auch Punktlandung. Oh, scheiße. Ja, die müssen jetzt eigentlich
Von mir aus können sie jetzt nur 16 Stunden arbeiten. Wir haben ja eh nichts, was die machen müssen. Vielleicht 14, dann können sie sich jetzt mal ein bisschen erholen. Bisschen weniger Wasser trinken oder Nahrung essen. 14 Dynamit. Damit sollte man das zumindest mal hier tiefer machen. Dann können wir ein bisschen länger Wasser pumpen, schon mal beim nächsten Mal. Ja, macht man das auch hier hin. Obwohl, da braucht man die erweiterten Pumpen, denke ich. Die kriegt man aber auch da drauf gesetzt. Das ist ja nicht mehr das Thema. Ja, wir müssen echt anfangen, großflächiger Wasser zu dammen. Hier könnte man vielleicht was erreichen. Wenn wir hier Mauern ziehen. Ich weiß, Mauern soll man generell eher einreißen. Das sollte aber auch nicht zu eng sein. Weil je weiter das ist, umso größer ist ja entsprechend unser Wasserreservoir. Also. Ja, ja, weg damit. Wasserreservoir machen wir eben dann. Schon mit Deichen, aber dann eher hier mit den natürlichen Feinden von Wasser. Gebirgskanten. So. Hier auch irgendwie. Da kommt das Wasser dann durch. Ah, das müssen wir schon hoch genug dann bauen. Aber theoretisch schwebt mir dann sowas vor. Ups, da war es viel platziert. Ja, und da, das muss halt alles gebaut werden. Und dann noch ein paar Layer drauf, also ordentlich Layer drauf. Und dann könnten wir hier aber ein Reservoir einspeisen. Also das würde ich jetzt nicht ziehen, aber das muss ein paar Ebenen hoch sein. Ja, das müssen wir sehen. Das wäre jetzt mal der grobe Plan. Haben wir eine Möglichkeit, uns noch gelassen, hier raufzukommen? Es sieht nicht so aus. Der Wald stirbt eh, dann weg damit. Ressourcen markieren für einen Abriss. Ja, mach die mal weg. Hilft ja alles nichts. So. Fahrt nach unten, Fahrt nach unten. Das soll dann aber reichen. Und Wege, Wege, Wege. Wegelagerei. So. Und dann irgendwie hier so durch. Aber ressourcenmäßig noch in Ordnung. Noch, also danach wird es halt nochmal schlimm. Sobald Wasser kommt, muss ja alles wieder anlaufen, eingespeichert werden. Oh, die haben mein Dynamit gesetzt. Das finde ich immer sehr sympathisch. Springen! Aha. Ah, die gehen zwei tief. Wusste ich doch. Da war nur immer was im Weg. So, wir haben nochmal 8 Dynamit. Können wir vielleicht hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, ich weiß, ich verbrauche das echt gerne jetzt schon. So, da 4 Stück. Da 1 Stück. Vielleicht da noch ein Stück. Theoretisch auch hier. Kommen die da runter? Ja. Schauen wir mal, was sie machen können. Oh, Faulwasser ist hier tatsächlich voll. Na, da kann man ja ständig nachproduzieren. Das ist fantastisch. So.
gerade noch so, ja, 1000 Karotten. Ich könnte noch mal Kartoffeln anbauen. Ich weiß gar nicht, warum ich immer so auf die Karotten gehe. Dings sind ja Nagetiere und vor allem Hasen mögen Karotten, sollten nicht zu viele kriegen, sonst werden sie fett und karottenabhängig, aber sie mögen sie. Zumindest meine mögen sie. Gibt auch Hasen, die das nicht so mögen. Ist auf jeden Fall nicht so gut für die. In Maßen dürfen sie es aber genießen. So, dann machen wir hier noch den Weg weiter. Müsste man eigentlich nicht. Ich will hauptsächlich dann die Plattform weiterbauen, dann kommen sie ja sowieso dahin. Und hier waren sie der Meinung schon, dass sie das hinbekommen. Das ist ja schön. Da können sie gleich nochmal weiter deichen. So ungefähr. Also das muss wirklich mindestens so hoch werden. Damit es irgendwas bringt, eher nochmal einen Tick höher. So. Ich glaube, das ist für den Anfang jetzt zum Speichern in Ordnung, wie wir das hier mit dem Abfließen vom Faulwasser machen. Fragt mich was Leichteres. Wasser. Wie viele Arbeitskräfte haben wir? 16 Stück. Dann einmal Sprengung. Sprengung. Er ist dämlich. Die will ich ja eh wegsetzen und das hier eigentlich begradigen. Aber wenn sie ein Wasserloch haben. Ach, das. Nee, ich bleib dabei. Das war einfach so dämlich. So. Und hier sollte man das auch noch aufsprengen. Wir haben aber nur zwei Dynamit. Brauchen deutlich mehr von diesen Fabriken. Ich glaube, wir können... Oh, wir können gleich eine zweite und eine dritte davon machen. Am besten dann eher in Faulwassernähe. Und dann geht's hier richtig los mit dem Terraforming. 140 Wasser, 500 insgesamt. Oh je, die Karotten. Jetzt hat es wirklich einen Dämpfer nochmal bekommen. Und wie gesagt, wir brauchen 3 volle Tage, bis irgendwas nachgewachsen ist. Da werden ein paar Biber sterben. Da werden ein paar Biber sterben. Seien die reißen sich jetzt zusammen. Ja, sage ich mal, die sollen gleich mal wieder... Wasser ist ja nicht das Problem. Das kriegt man zur Not wirklich hier raus. Das Problem ist, dass wir nicht genügend nachbekommen. Wir müssten mindestens 5 Tage noch länger Wasser bekommen. Dafür sind ja die Dinger hier da. Dass wir hier einen kleinen Teich haben, einen kleinen Vorrat, der uns was bringt. Hoffentlich bringt er uns was. Oh je. 390 Wasser. 500 Möhren. Für 50 Biber. Na gut, wird einer nur eine Möhre am Tag essen, wäre das gar keine Rechnung mehr. Das wäre unproblematisch. So. Zumindest das hier läuft semi-stabil. Das ist schon mal besser als alles, was ich sonst hinbekomme. Da haben wir noch Sprengstoffe. Dann sprengstoffen wir hier einfach mal noch ein bisschen was. Boah. Jetzt ist komplett trocken, macht auch keinen Unterschied mehr. So. 7 Stück haben wir. Das kostet 6. Dann haben wir hier zumindest ein bisschen... Bisschen länger anhaltendes Wasser. Oh je, Wasser und Karotten. Wasser und Karotten. Das Wichtigste geht mal wieder aus. Wie läuft's denn mit dem Bau hier? So, da könnt ihr erstmal hier Dinger weiterbauen.
Nein, doch nicht da oben. Doch nicht da oben. Was mache ich denn wieder für Mist? So, hier. Dann Walte eures Amtes. Natürlich braucht ihr hier auch noch eine Treppe. Warum auch nicht? So. Und dann schauen wir mal, wie er klarkommt. Die nächste Ebene müsst ihr wahrscheinlich von innen bauen. Das werdet ihr irgendwie schaffen. Und auch hier kann man theoretisch Dämme draufsetzen. Also wir müssen das eh mit Gerüsten versehen. Und hier unten müssen wir dann eben entsprechend anstauen. Das wäre dann so ungefähr erstmal der Plan. Da müssten dann entsprechend die Schleusen drauf. Machen wir es lieber noch eins höher. Oder ist es jetzt erst die Höhe? Ist teilweise da sind zwei, da sind auch zwei. Yay, Dürre beendet. Ja, theoretisch so. Sieht nicht schön aus. Muss es aber nicht. Es muss nur erstmal wirken. Und dann können wir hier Schleusen, Dreiferschleusen draufsetzen. Braucht man wirklich vier Stück? Nee, wir brauchen hier nur zwei. Oh. Oh. So. So ist dann die Idee. Das Problem ist, dann haben wir auch keinen Zugriff aufs Wasser von unten. Deswegen muss ich mal schauen. Vielleicht installiere ich mir doch einen Mod, der das erlaubt. Entweder, dass die noch höher werden oder dass man wirklich irgendwie das sinnvoll machen kann, dass man unten Wasser rauslassen. Ansonsten ist es halt so. Dann muss der Bereich nur entsprechend größer werden. Das Ding ist, das müssen wir auch nach hinten ziehen. Und das wird sehr viel Holz kosten. Seht ihr ja schon, dass das hier keine einfache Sache wird. Wo ist denn die Wasserquelle hier? Zum Glück nicht da. Dann können wir das tatsächlich so machen. Wie das mit dem Faulwasser läuft, schauen wir mal. Das muss auf jeden Fall dann noch hier eine Mechanik geben, dass es eher hier rumgelenkt werden kann, aber das kriegt man dann hin. Ja, das muss dann leider so gehen. Noch eins. Also na gut, dann müssen wir es halt so machen. Ich glaube, das hat jetzt die richtige Höhe. Das kann wieder weg. Ja. Werden das schon hinbekommen. Das Faulwasser darf dann gar nicht erst hier reinkommen. Das heißt, wir müssen schon die Mechanik hier haben, dass Faulwasser hier rumgeleitet werden kann. Weil das darf sich niemals füllen damit. Ah, das sind mega Bauprojekte, die wir da schon wieder vorhaben. So, wunderbar. Das erste ist gefüllt. Das ist komplett abgestorben. Scheiße. Kann mal hier ein Holzförster wieder wegmachen. Ich hoffe, ich habe das richtig rumgesetzt. Und muss natürlich die auch zum Abriss markieren. Naja, Fehlbereich. So, ich hoffe, da hinten ist zu. Wir haben 83 Möhren. Ach, scheiße. Sprengung! Sehr gut. So, Farm. Höchste Priorität. Höchste Priorität. Höchste Priorität. 69 Möhren verbleiben. Wasser verbleibt 0. Ist das nicht furchtbar? So, ihr müsst alle pumpen. Ihr habt das Wasser. Ja, für 30 Tage war man nicht gerüstet. Weder wassertechnisch noch essenstechnisch. Gut, Wasser in der Not hätten wir es bekommen, ja.
Ist das hier offen? Nie. Komm schon, das Wasser muss doch ein bisschen schneller ansteigen mal. Oh, wir brauchen eine kleine Verschnauspause. Vor allem brauchen wir Essen. Ganz, ganz viel Essen. Boah, das tritt wieder über. Da gehört's nicht hin. Jo, ich weiß, dass ihr Hunger habt. Das tut mir jetzt aber auch leid. Wasserpumpen. Nur Wasserpumpen. Glaube, ich mache noch ein Farmgebäude hin. Ach, das ist ja jetzt richtig doof gelaufen. So, den mach mal auf, dass der See wieder schön geflutet wird. Wie viel Sprengstoff haben wir? 4. Ja, könnten wir hier noch 4 aufmachen. Also Wasser kommt nach. Essen nicht. Ist da jemand hungrig da hinten? Ich glaube ja. 41%. 4 Tage braucht es sogar zum Wachsen. Links werden wir gleich sehen, dass einige an Hunger sterben. Welches Gebäude benötigt Arbeiter? Ach komm schon, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass jetzt schon... Wenn jetzt eine Dürre kommt, dann haben wir was falsch gemacht. Nee, dann können wir ja die Nahrung, die kommt, essen. Aber wir kommen nicht am Dammen vorbei. Und dann in der Not müssen wir halt hier um den See herum eine Gemüsefarm machen, dass wir da nicht komplett aushungern. So, noch haben wir alle Biber. 59%, 60%. Weiß, die Folge wird schon ein bisschen länger, aber das sieht nicht gut aus. Könnt ihr euch gegenseitig essen? Nur ein bisschen, nur die Hälfte ist die andere Hälfte. Kommt schon, ein bisschen Hunger kann man mal verschmerzen. Wasser kommt zumindest nach. Problem. Habe Problem. Suche Lösung. 4 Dynamit hätten wir. Könnten da was aufsprengen. Kommen die überhaupt noch dahin? In der Hoffnung, dass, obwohl, lass mal das mal so, wie es ist. Achso, ihr arbeitet nur 14 Stunden. Das geht natürlich gar nicht. Ran an den Feind. Der Feind heißt Hunger. Oh. Wir brauchen mehr Möhren. Wir brauchen noch mal mehr Möhren. Also Nahrung, effizientes Bauernhaus. Hilft ja alles nichts. Alles voll. Wir können auch mal schauen, ob es was anderes gibt. Kartoffel braucht 6 Tage. Gibt eine Kartoffel. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ist egal. Alle voller Kartoffeln. Warum nicht? Okay, noch ist keiner gestorben. Das überrascht mich. Und wir haben wieder 3 Möhren. Irgendwer hat Möhren produziert. Hier gibt's welche. Das wird aber nicht lange gut gehen. So, lass mal die nur 22 Stunden arbeiten, weil sonst bringt es ja auch nichts. Die brauchen jetzt Zeit zum Essen. Und die brauchen Zeit zum Wachsen. So, haben wir 3 Arbeiter. Und wir haben nur noch... Achso, hier 35 Biber, okay. War gerade irritiert, dass da nur noch 35 dran stand. Und Nahrung kommt nach. Und Wasser haben wir viel zu wenig und. Nix läuft. Nix läuft.
Außer, dass sie hier das ein bisschen zumindest stauen. Da brauchen wir aber deutlich mehr. Vielleicht hilft es, wenn ich dann alles nochmal überschwemme. Glaubt, dann können sie aber nicht abbauen. Aber so ein bisschen nachträglich Wasser hier in Hülle und Fülle. Machen wir das auch mal. Machen wir den Strom mal ein bisschen stärker. Ja. Ist ja nur das Hauptproblem dann hier. Wenn es überhaupt ein Problem gibt. So. Ich würde sagen, Nahrung kommt jetzt wieder rein. Die haben 10 Biber verloren jetzt tatsächlich. Die sind verhungert. Es können nicht alle verhungern. Das ist wissenschaftlich unmöglich, wenn Nahrung da ist. Doch können sie auch, aber hier haben zum Beispiel 2 schon keinen Hunger mehr. Einer hat Durst. Okay, das hat jetzt wenig gebracht, dass ich hier 3 aufgemacht habe. Anscheinend fließt das Wasser gut genug ab. Also wie gesagt, Nahrung, scheiße, alles scheiße. Aber jetzt haben wir 10 Biber weniger, also wird es ein Tick leichter. Schauen wir mal, wie lang die Dürre wird. So. So langsam können sie immer mal wieder ein bisschen was essen. Dürre hat begonnen, 19 Tage. Das könnten wir überstehen. Na gut, Folge ist lang genug geworden. Dann würde ich tatsächlich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.